Hoch über Kalifornien zieht es seine Kreise. Das Luftschiff vom Typ Aeros 40B. Fast 44 Meter ist die Sky Dragon lang und von der Steuerung bis zur Hülle mit modernster Technologie ausgestattet. Das Unternehmen Worldwide Aeros produziert den alten Traum vom Fliegen in einer neuen Haut. Jetzt hat eine Berliner Firma die erste dieser Hightech-Zigarren nach Deutschland geholt. Verpackt in Kisten als Luftfracht. Ein Flug aus eigener Kraft ins brandenburgische Neuhardenberg wäre für das Luftschiff zu weit gewesen. Das letzte Stück Weg legt die Sky Dragon per LKW zurück. Im Hangar auf einem versteckt liegenden ehemaligen Militärflughafen der DDR wird es wieder zusammengebaut. Naja, das Flugplatzschild war nicht zu sehen, ja? Für den Transport waren 4 Tage geplant. Wir haben das schneller geschafft, Sie sehen das. Also wir sind heute sehr, sehr froh, dass wir das Schiff so komplett, so heil und in kurzer Zeit sicherlich auch so komplett im Hangar hier haben. Ja. Die Zeit drängt. Schon in 2 Tagen wird das Helium für die Befüllung des Schiffs geliefert. Der Aeros 40B muss bis dahin ausgepackt und zusammengesetzt sein. Verzögerungen kann sich das Aufbauteam nicht leisten. Doch schon beim Abladen zeigen sich erste Schwierigkeiten. Die Gondel, immerhin knapp 1 Tonne schwer, ist ohne Verladehilfe nicht vom LKW zu holen. Wo liegt denn jetzt genau das Problem? Ich habe nicht so eine lange Gabel. So eine lange Gabelschuhe. Ich kann jetzt so eins mal hier drunter fahren. Mit den Gabeln. Ja. Jetzt müssen wir natürlich erst eine andere abladen. Wenn wir runterfahren, oben an der Kante Spanngurt dran machen, an den Stapler. Dann richtig festgurten und dann fährst du, ziehst du vom Wagen so runter. Anders geht das nicht. Glaube ich auch nicht. Das kippt nach vorne um. Oder wir ziehen den hinten runter. Langes Seil dran. Die Gondel muss warten. Das Auspacken und der Aufbau des Luftschiffs ist arbeitsaufwendig. Mit Leiharbeitern einer Zeitarbeitsfirma aus der Region soll das Problem in Rekordzeit gelöst werden. Wissen Sie, was da genau drin ist? Nee. Ich soll es nur auspacken, mehr weiß ich nicht. Auf Biegen und Brechen müssen 15 Kisten und Bretterkäfige zerlegt und von ihrem Inhalt befreit werden. Zum Vorschein kommen Rotoren, Motoren und Höhenleitwerke. Alles stoßfest verpackt. Langsam geben die Transportkisten die Einzelteile des Luftschiff-Puzzles frei. Auch draußen gibt es endlich Bewegung. Und wie ist das Problem jetzt gelöst worden? Die holen eine Verlängerung für die Gabel. Die haben 2 Verlängerungen, die werden vorne raufgeschoben und dann kriegen sie die Kiste hoch. Das ist kein Problem, wenn die passen. Also. Sie haben da noch Ihre Zweifel. Hä? Sie haben da noch Ihre Zweifel. Also vom Improvisieren war es ja gut. Ne? Also das konnte, ist ja die Stärke der Deutschen. Ne? Aber hier war es besonders ausgeprägt. Ne? Mit geliehenen Gabelschuhen Größe XXL vom Flugplatzwart fährt der Gabelstapler die Kanzel problemlos in den Hangar. Diese Halle mit jeweils 50 Metern Seitenlänge erfüllte als einzige die Voraussetzungen. Der ehemalige Militärhangar stand lange leer. Die zivile Nutzung schafft jetzt dringend benötigte Arbeitsplätze in der Region. Für unser Luftschiff ist das Besondere daran, dass die Einfahrt sehr hoch ist. Das war das Problem. Wir haben also das Luftschiff hat eine circa Größe von 13,48 Meter. Und das Spannende an der Sache ist, ich glaube, 10 cm ist noch Luft. Und das wird noch eine große Überraschung, ob wir hier drin sind und rauskommen. Das Luftschiff kann etwas oval sein und dann gibt es ein Problem. Das lösen wir auch. Aber das ist das Besondere an dieser Halle. Mit dem Luftschiff ist Martina Wegscheider in den Oderbruch gekommen. Die angehende Luftschiffpilotin überwacht den Wiederaufbau des Aeros 40B. 2 Continental-Motoren, Achtung. Jeweils 4 Zylinder, kommen um die 125 Horsepower bei 2800 RPM. Also wir sind total übermotorisiert in dem Sinn. Deswegen, wir sind auch wie ein kleiner, also im Begriff der kleine Porsche eines Luftflugzeugs. Der Sportwagen unter den Luftschiffen wird bis zu 65 Knoten schnell. Damit legt es ungefähr 120 Kilometer in der Stunde zurück.
Gebaut in den USA steckt im Sky Dragon eigentlich sowjetisches Know-how. Noch in der UdSSR als Ingenieur ausgebildet, begann Igor Pasternak vor knapp 6 Jahren in den USA Luftschiffe zu bauen. Der Hersteller ist stolz auf sein Produkt. Dieses Schiff ist das vermutlich erste digitale Schiff in der Geschichte der Luftschifffahrt. Das erleichtert es den Piloten, das Schiff unter Kontrolle zu halten. Und es erleichtert die Wartung des Schiffes. Von der Technologie, die hier drin steckt, ähnelt es mehr einem Space Shuttle als anderen Luftschiffen, die heutzutage irgendwo rumfliegen. Die Sky Dragon muss umfangreiche Tests bestehen, bevor sie nach Deutschland geliefert werden darf. Erst den linken? Gut, dann erst den rechten. Zündung ist an. Erst wenn alle Teile einzeln gecheckt sind, darf der Aeros 40B zum Jungfernflug aufsteigen. Martina Wegscheider durchläuft im Gleichschritt mit der Herstellung des Schiffs ihre Ausbildung in Kalifornien. Als jüngste Pilotin Österreichs sattelte sie vor einem halben Jahr vom Flugzeug auf das Luftschiff um. Seitdem lernt sie neben den fliegerischen Besonderheiten auch die technischen Zusammenhänge der Sky Dragon. Warum hat man Lust, auf ein Luftschiff umzusteigen? Was doch was Spezielles ist. Es gibt nicht so viele Luftschiffpiloten auf der ganzen Welt. Es ist immer noch was Spezielles. Piloten für die Hightech-Zigarren sind heiß begehrt. Weltweit haben nur etwa 80 Personen die Zulassung, ein Luftschiff zu fliegen. San Bernardino im November. Hier, 2 Autostunden östlich von Los Angeles, liegt der Heimatflughafen der Luftschiffe von Worldwide Aeros. Im großen Hangar des Herstellers können 3 Luftschiffe gleichzeitig montiert werden. Für die Sky Dragon ist heute der Tag der Wahrheit. Auf dem Terminplan steht der Jungfernflug. Crew-Chief Joe Lebowski ist als Leiter des Bodenpersonals für alle Manöver verantwortlich, die sich nicht in der Luft abspielen. Gekoppelt an einen Pickup-Truck, der als Zugmaschine und Gegengewicht dient, wird die Sky Dragon erstmals aufs Rollfeld gezogen. Nur etwa 2 Tonnen bringt das heliumgefüllte Luftschiff auf die Waage. Am Boden bietet es dem Wind eine große Angriffsfläche und kaum Widerstand. Die Startvorbereitungen sind beim Aeros 40B deshalb eine extrem sensible Angelegenheit. Je nach Windstärke müssen 8 bis 12 Personen das Schiff bändigen. Der Crew-Chief dirigiert die Sky Dragon in die richtige Startposition. Nach der Abkopplung vom Pickup-Truck wird das Schiff nur noch durch das Bodenpersonal gehalten. Bevor das Luftschiff starten kann, wird es getrimmt. Dabei wird mit Bleisäcken Gewicht hinzugefügt oder genommen. Der Konstrukteur Igor Pasternak überwacht den Vorgang. Igor, wir haben jetzt noch genau 2 Säcke drin. Damit sind wir genau im Gleichgewicht. Gut, aber werden wir dann nicht kopflastig? Wir werden vorne nicht runterhängen. Dann stören seine 70 Kilo auch nicht. Die Sky Dragon ist ein sogenannter Blimp. Diese Prallluftschiffe erhalten ihre besondere Form ausschließlich durch den Druck im Inneren ihrer Hülle und nicht, wie bei einem Zeppelin, durch ein starres Gerüst, um das die Außenhaut gespannt wird. Nach oben getrieben wird die Sky Dragon durch Helium, das leichter ist als Luft. Nach unten zieht sie ihr Eigengewicht. Vor jeder Landung wird die Bodencrew eingewiesen. Du gehst als Erster nach hinten und nimmst die Halteleine und du kannst ihn mitnehmen. Derweil meldet sich die Sky Dragon über Funk zur Landung an. Negativ, Luftschiff. Ich brauche hier noch 5 Minuten. Dies sind die heikelsten Momente des Jungfernfluges. Erst wenn das Bodenpersonal das Luftschiff sicher im Griff hat, gilt die Landung als geglückt. Der elegante Flieger ist am Boden stets auf fremde Hilfe angewiesen. Je 4 Mann an den Halteseilen und an der Gondel retten den Blimp vor der nächsten Windböe. Im Hangar in Neuhardenberg gibt es kleinere Probleme mit dem Auspacken der Hülle.
Die Spanngurte, mit denen die Luftschiffhaut verzurrt ist, lassen sich nicht lösen. Mach doch mal. Ja, na los. Ja, los, los. Das sagst du so. Hab schon versucht, hier mit dem Hammer durchzukloppen. Der erste Tag des Zusammenbaus geht zu Ende und noch immer ist die Hülle fest verzurrt. Nachdem auch der letzte Gurt gelöst ist, zeichnet sich das nächste Problem bereits ab. Also nochmal wieder das Zusammenpacken, sodass die Enden frei wären. Wenn wir die Enden frei haben, machen wir sie zurück, dass wir eine Schlaufe haben. Die Schlaufe kommt an die Gabel, dann drehen wir das ein bisschen, dass das dorthin zeigt. Dann fahren wir dorthin und dann werden wir mal gucken, wie wir dann weitergehen, dass wir die Folie rauskriegen unten drunter. Das ist ca. 800 Kilo, fast eine Tonne. Das heben wir auch mit allen Kräften hier nicht an. Was mit vereinten Kräften nicht gelingt, übernimmt der Gabelstapler. Provisorisch zusammengezurrt muss die unhandliche Masse in die Mitte des Hangars buxiert werden. Die aufgerollte Hülle ist diesmal nur notdürftig mit Spanngurten verknotet. Der Zeitplan zum Aufbau des Schiffes ist schon jetzt kaum noch zu halten. Im Zentrum der Halle wird das riesige Paket um 90 Grad gedreht. Das war so verpackt, dass die Spitze sozusagen in diese Achse gelegen hat. Und jetzt müssen wir die Spitze in diese Achse legen, weil das Schiff so aufgebaut wird. Nach 12 Stunden können die Männer endlich damit beginnen, die Hülle auszurollen. Nach weiteren 20 Minuten ist Feierabend. Am nächsten Morgen wollen die Arbeiter den Rest der Luftschiffhülle entfalten. In gut 36 Stunden muss es für die Heliumbefüllung bereitstehen. Mit einer Länge von mehr als 43 Metern füllt die schlaffe Haut den Hangar der Länge nach fast aus. Jetzt endlich kann die Hülle auf Beschädigungen untersucht werden. Wir fangen an, Luft hineinzupumpen, das Ganze aufzublasen. Dann werden wir mal checken, ob alles in Ordnung ist, ob doch keine Löcher entstanden sind während dem Transport. Für die Testbefüllung mit Luft hat der Konstrukteur eine praktische Lösung gefunden. Das sind handelsübliche Laubpuster. Ja. Funktioniert. Wir brauchen kein teures Equipment. Man kann alles, was im Handel üblich ist, verwenden, ohne Probleme. Langsam aber sicher werden die Laubpuster 2500 Kubikmeter Luft in die Hülle blasen. Das Füllen des Blimps mit den Gerätschaften aus dem Baumarkt dauert mehrere Stunden und verläuft reibungslos. Der Zusammenbau der Höhen- und Seitenruder ist allerdings ins Stocken geraten. Das Luftschiff-Puzzle scheint nicht ganz zusammenzupassen. Wieso legen Sie da jetzt das andere drauf? Weil das andere nicht gepasst hat. So, probieren, welches passt. Die Löcher, die Schraubenlöcher da. Jedes der vier Ruder ist fast so groß wie das Höhenruder eines Jumbojets. Die Leiharbeiter sollen zwei starre Teile an ein bewegliches, das eigentliche Ruder, anschrauben. Über die Ruder und die Rotoren wird das Schiff gesteuert. Die Montage gestaltet sich schwieriger, als Bauleiter Peter Kotzer erwartet hatte. Ja, das System der Markierung ist undurchschaubar gewesen für uns. Wer hat das denn markiert? Na, die Leute, die das demontiert haben. Jetzt können wir uns nicht in ihre Gedankengänge versetzen. Jetzt probieren wir es einfach nach der alten Methode. Suchet und ihr werdet finden. Die beiden leistungsstarken Motoren sorgen für den nötigen Schub des Schiffs und unterstützen die Klimaanlage an Bord. Die Vierzylinder-Triebwerke wiegen jeweils 80 Kilogramm und werden mit jeweils 17 extra harten Schrauben an der Gondel befestigt. Während die Mechaniker noch mit dem Einbau der Motoren beschäftigt sind, haben die Laubsauger ihren Job erledigt. Warum ziehen sich jetzt die Schuhe aus? Weil wir jetzt in die Innenseite von Envelope hineingehen. Das heißt, die Schuhe würden zu riskant sein, danke vielmals. Dass wir da ein Loch oder irgendwas reißen. Das heißt, es ist halt, dadurch, dass es regnet und es hier ziemlich dreckig, muss man in Kauf nehmen. Aber es ist wert. Gespannt auf den Zustand der Hülle krabbelt Martina Wegscheider erstmals in das luftgefüllte Innere ihres zukünftigen Fluggerätes. Das Innere der Luftschiffhülle ist nur durch ein schmales Loch zu erreichen. Damit die eingeblasene Luft nicht wieder entweicht, liegt die Öffnung flach auf dem Boden. Ein beschwerlicher Weg.
Der Blick ins Innerste ist auch für die Crewmitglieder immer wieder etwas Besonderes. Wie prüfen Sie jetzt, ob hier Löcher drin sind? Ich habe am Anfang schon gesehen, dass da vorne wahrscheinlich was sein wird. Was aber ausschaut, als ob es schon vorher existiert hat, dass wir einfach das schon vorher übersehen haben. Wir sind uns noch nicht so sicher, ob wir das jetzt reparieren oder nicht. Also, kann man das sehen? Von der Außenseite. Es ist nichts. Bis weit haben wir noch nichts entdeckt, dass es wirklich durchscheinen würde. 500 Fäden verjüngen sich hier zu 8 Leinen. Die ganze Gondel hängt nur an diesen Seilen? Ja. Das ist eines der ganz neuen Systeme. Also die ganzen anderen Schiffe haben meistens wie ein Vorhang, nennen sie das, über die ganze Hülle gespannt und haben dadurch ein Problem, dass wenn sie jetzt zu steil aufsteigen oder absteigen, dass sie dann nur auf den hinteren Fäden hängen oder auf den vorderen. Das heißt, die können leicht reißen, deswegen sind sie limitiert zu 30 Grad Nase rauf und Nase runter. Das heißt, wir sind über 70 Grad das Ganze gemacht, ohne irgendein Problem, dadurch, dass sich die ausgleichen. Und sind auch nicht nervös geworden bei 70 Grad? Absolut nicht. Das macht das Ganze erst richtig lustig. Um die Sky Dragon flugfähig machen zu können, wird die nächste Füllung mit leichtem Gas geschehen. Das Helium selbst, es ist ein geruchloses, nicht sichtbares Gas. Das heißt, hier herinnen wäre dieses jetzt hier mit Helium gefüllt, würden wir quasi an Sauerstoffmangel sterben. Also es hat schon Unfälle gegeben, blöderweise, dass es passiert ist. Hier mit diesem Luftschiff? Nicht mit diesem. Am 27. Januar vergangenen Jahres starben auf dem Flughafen von San Bernardino zwei Menschen einen qualvollen Tod in einem Schwesterschiff der Sky Dragon. Konstrukteur Igor Pasternak verlor an diesem Tag zwei Menschen, die er liebte. Seinen langjährigen Freund und Mitarbeiter Levon Samamyan und seine 32-jährige Schwester Mariana. Beide erstickten im Innern der Hülle. An diesem Tag bereiteten wir Testflüge für die amerikanische Luftfahrtbehörde vor. Mariana wollte bei diesem Test unbedingt dabei sein. Sie kam in mein Büro und sagte, Levon und ich werden hinfahren und die Tests selbst durchführen. Ich werde alles mit Lova durchchecken. Für beide ist alles so falsch gelaufen. Das ist so ein Fall, in dem man sagt, ich glaube, dass ihre Zeit noch nicht gekommen war. Fast 3 Jahre lang hatten sie an der Verwirklichung ihres Traums gearbeitet. 4 bis 5 Blimps werden inzwischen jedes Jahr in der kalifornischen Luftschifffabrik produziert. Wir bereiten die Leitungen für die letzten Arbeitsschritte vor, um die Gondel mit dem Schiff zu verbinden. Die meisten der notwendigen Schalter haben wir bereits installiert. Die Kabel zum Funkgerät und zum GPS sind gelegt. Wir verbinden die Leitungen gerade mit den Anschlüssen, die hier an der Gondelwand nach außen gehen. Mit knapp 3000 Einzelteilen ist die Hülle des Luftschiffs am aufwendigsten zu fertigen. Normalerweise brauchen wir 43 bis 44 Teilstücke für eine einzige Reihe. Diese Reihen schweißen wir dann zusammen zu einer großen Hülle. Und ich bin jetzt hier, genau hier. Aus 7 Schichten Nylon und Polyurethan setzt sich die Riesenfolie zusammen. Mit der Fertigung einer einzigen dieser Hüllen sind 8 Menschen 4 Monate lang beschäftigt. Dieses Computerprogramm bringt uns jedes Bild, das wir wollen, auf das Material. Picture on material. It's material first of all. Pencil. Mit dem Stift wird automatisch das gewünschte Muster gemalt. All of part. It's secondly after this. Und dann gibt es 2 Messer. Eins hier und eins hier. Die schneiden dann genau entlang der Markierung. In Brandenburg geht der 2. Arbeitstag zu Ende.
Langsam entweicht aus dem Blimp die Luft, um Platz zu schaffen für das Helium, das am nächsten Morgen um 10 Uhr eintreffen soll. Dabei fehlen dem Rumpf immer noch die Leitwerke. Im Moment schaut es so aus, dass wir ein bisschen in Zeitverzug kommen werden. Im Ganzen. Wir versuchen halt so viel als möglich aufzuholen. An und für sich braucht ein Schiff, also das Auspacken wird nicht wirklich als Arbeitszeit gezählt. Wirklich bis man anfangen kann mit dem Helium, also wirklich 2 Tage. Und wir haben einen Tag bekommen. Tag 3 des Wiederaufbaus bricht an. Heute soll der Sky Dragon mit Helium Leben eingehaucht werden. Die Gaslieferanten sind überpünktlich, die Luftschiffbauer im Verzug. Was, Sie bringen Gas? Wir bringen Gas. 10 Uhr war Gas ausgemacht. Wunderbar. Dann fahren wir noch eine Runde. Wunderbar, wunderbar. Okay. Nee, das passt schon alles. Schuhe ausziehen. Auf Socken geht es auf die empfindliche Hülle. Ein Riss im Material würde den Zeitplan vollends über den Haufen werfen. Martina Wegscheider leitet die Helfer an. Die Außenhaut des Luftschiffs muss der Länge nach gefaltet werden. Alle 4 Leitwerke sollen vor der Heliumbefüllung nebeneinander auf der Hülle Platz finden. Und das bleibt dann so stehen während des Aufpustens? Nein, wir legen es dann erst nieder. Aber wir müssen jetzt erstmal alles wieder anschließen. Und dann gehen wir von dort weiter. Angeschlossen werden die Ruder am Schiff mit Seilen. 76 Schnüre für jedes Ruder. Ziemlich kompliziert? Ja, ja. Wir haben doch kein richtiges Werkzeug hier. Nee, die ist so stumpf. Guck mal, ob hier noch ein Messer dran ist. Hier hat sie mir ein Maß gegeben. Mal gucken. Das geht's. Damit geht das besser? Denke ich mal. Ich habe ja das selber, aber da ist die Klinge schon zu stumpf. Klingen habe ich im Moment keine hier. Während noch die letzten Schnüre geschnitten werden, stößt Vorarbeiter Peter Kotzer auf ein weiteres Problem. Dem Auftrieb, den das heliumgefüllte Schiff entwickeln wird, muss etwas entgegengesetzt werden. Entschwebt es Richtung Hallendecke, sind die Folgen für die Außenhülle kaum abschätzbar. Doch Peter Kotzer hat auch hier eine Lösung parat. Wir wollen jetzt hier so eine Anker reinmachen, damit wir das Schiff mehr absichern können. Was wollen Sie denn da genau absichern? Warte. Damit das Schiff nachher nicht, wenn wir Helium reinblasen, uns eventuell an die Decke steigt. So, eine Sekunde. Wie viel Zug wird denn da nachher drauf sein? 2 Tonnen, 2000 Kilo. Ja, das müsste gehen. Jetzt kommt das hier rein. Warte mal, brauche ich noch ein bisschen Lohn? Die Gasmänner müssen einstweilen warten, bis alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. Was bedeutet das denn jetzt für Sie, dass sich das jetzt hier alles ein bisschen verzögert? Na, für uns nicht. Wir sind eigentlich darauf eingestellt. Wir wissen, dass das also nicht so reibungslos immer geht. Und naja, diese Frage nachher auch der Abrechnung. Ne? Wir sind ja eigentlich nur Dienstleister. Wir haben jetzt hier Standzeiten. Also je länger wir warten, ich sag mal, letzten Endes umso teurer wird es irgendwie. Die Seilenden für die bevorstehende Montage der Leitwerke werden inzwischen hitzeversiegelt. Hab ich auch noch nie gemacht. Wir löten hier. Tut das nicht weh, wenn Sie das heiß wieder anfassen? Nö. Auf jeder Seite machen? Ja. Aber das Feuerzeug ist mein privates. Am ersten der Leitwerke gibt Martina Wegscheider den Arbeitern eine kleine Einführung in die Knotenkunde. Doppelt durch. Den äußeren wieder verkehrt rum drauf genäht. Auch die letzten Ruder finden ihren Platz am Heck des Schiffes. Ihr Aluminiumgerüst umspannt wasserdichte Zeltplane, die wiederum durch eine UV-abweisende Schicht geschützt wird. Die Fahrer des Gaswagens packen den ganzen Tag mit an. Gehört das denn auch zu Ihrem Job, was Sie hier machen? Nee, zu meinem Job nicht direkt, aber man hilft ja ein bisschen, wo man kann. Irgendwann wollen Sie ja mit dem Ding fliegen.
Aber ein bisschen interessiert sind Sie schon, ne? Auf jeden Fall, ja. Macht man ja nicht jeden Tag. Jetzt muss man sehen, dass man hier diese Höhenleitwerke oder dass wir die hier festbinden. Gucken Sie mal hier. Das wird alles bloß geknotet. Und das soll den halten. Und glauben Sie das? Ja, doch, auf jeden Fall. Die Masse macht es nachher. Die vielen Knoten, das bringt's. Dann wird es noch verspannt. Und ich glaube, das hält. Und das nächste Luftschiff bauen Sie sich dann selber? Das bauen wir dann selber, ja. Dann fliegen wir bei uns im Garten her. So, jetzt brauchen wir ein paar Schnürsenkel. Um den natürlichen Auftrieb des heliumgefüllten Schiffes zu bremsen, soll ein Netz über das gesamte Schiff gespannt werden. Ja, das ist wie so ein langes Schnürsenkel jetzt hier. Ja, auch noch in Ordnung bringen hier. Das ganze Projekt ist sehr bänderlastig, ne? Ja, nur haben Sie ja sicherlich schon nach innen mal einen Blick geworfen. Das sind nur ganz feine. Und je mehr wir nach außen kommen, umso stärker werden die Sicherung. Aber wir brauchen das, um das abzusichern. Das Luftschiff hat einen Auftrieb, wie gesagt, von 2 Tonnen. Und das muss mit den Stricken jetzt abgefangen werden. Sonst geht uns das an die Decke dann. Das ist nebenbei gesagt eine ganz aufregende Sache, dann, dass das erste Mal hier mit Helium steht. So, und dann muss ziemlich schnell die Kanzel drunter. Eine Gondel, damit es ein Gegengewicht kriegt, 1 Tonne. Dann ist schon der Auftrieb wieder gesenkt. Das Legen des Netzes über das leere Schiff ist der letzte Arbeitsschritt vor dem Auffüllen der Sky Dragon. 14 im Boden versenkte Betonanker sorgen dafür, dass Netz und Luftschiff nicht abheben. Erst jetzt sind alle Vorarbeiten für die Befüllung beendet. 8 Stunden später als geplant kann der Gaswagen in den Hangar rollen. Und das bisschen Gas passt in den Ballon rein? Ja, da sind fast 4000 Kubikmeter drin. So bei 200 Bar ist das hier. Das wird ja nachher runtergedrosselt, so 0,5 sowas in der Dreh. Und das reicht rein. So ca. 2500 Kubikmeter sollen reinpassen. Mit Hochdruck schießt das Helium durch 10 Meter Schlauch. An einer Druckreduzierstation wird das Gas auf 0,5 Bar gebremst, bevor es in die Hülle entweicht. Ist das ein besonderer Schlauch? Ja, das ist ein Hochdruckschlauch. Die sind für mindestens, ich glaube jetzt, 250 oder 300 Bar geprüft. Und die sind extra für solche hochkomprimierten Gase. Der Druckreduzierer ist mit dem Schiff über einen einfachen Feuerwehrschlauch verbunden. Der reicht für die niedrigen Druckverhältnisse diesseits des Umwandlers vollkommen aus. In knapp 3 Stunden wird die Sky Dragon ihren Gattungsbegriff Prallluftschiff wieder mit Recht tragen. Es schaut wirklich gut aus. Es sind von Zeit, solange wir das Helium jetzt rennen haben. Also würde ich sagen, es geht recht schnell, also schneller als ich erwartet habe eigentlich. Aber es schaut wirklich gut aus. Also wir könnten 2-3 Stunden mal wirklich fertig sein. Und was fühlen Sie bei diesem Anblick? Stolz. Ja, es ist schön. Ich habe es gesehen, dass es das erste Mal aufgeblasen wurde. Und jetzt also nach dem Transport, einpacken der Transport, dann darüber anzukommen, alles ausgepackt sehen und jetzt dann das Ganze wirklich dann in einer eigenen Pracht wieder zu sehen. Ist echt ergreifend, muss ich sagen, für mich ergreifend. Die Heliumfüllung wird vom Lieferanten mit ungefähr 25.000 Mark in Rechnung gestellt. Der geplante Luftschiffkran Cargolifter soll, wenn er jemals fahren wird, das 220-fache an Helium schlucken. Nach und nach wird dem Luftschiff mehr Raum gegeben. Auch wenn der Blimp gefüllt ist, muss zwischen Hülle und Hangarboden ausreichend Platz für die Gondel bleiben. Die 5-sitzige Kabine unter die Hülle zu manövrieren, ist nicht ganz einfach. Peter Kozar beweist erneut sein Improvisationstalent. Jetzt erfinden wir ja ein Torpedo Mobile. Das muss sich jetzt hier irgendwie bewegen in alle Richtungen. Das ist schwer. Und wie kriegen Sie die Kanzel unter das Luftschiff? Ja, wir versuchen das auf diese Rollen jetzt zu bewegen, mit dem Wagenheber, aus dem Privatwagen. Und dann rollen wir das sanft darunter, sanft. Kurz nach 22 Uhr setzt sich die Gondel endlich in Bewegung. Mehr als 13 Stunden Arbeit stecken Martina Wegscheider und ihren Kollegen heute schon wieder in den Knochen. Was ist mit den Rädern? Geht jemand die Räder? Gerd. Ja, die Gerd. Lass uns
erstmal so ein Stückchen so und dann drehen wir den rum. Ja, okay. Also bisschen nach vorne, bisschen dann zu mir hier nach vorne und dann dabei schon drehen. Schieben hin. Schieben. Wohin jetzt? Zu mir schieben. Auch die Chefs der Argos Medien AG, die mithilfe der Sky Dragon einzigartige Luftaufnahmen machen wollen, legen jetzt Hand an. Die 8 Streben, die die Gondel am Luftschiff halten, werden festgeschraubt. 2 sogenannte Ballonets im Inneren des Luftschiffs müssen vor dem Start noch mit Luft gefüllt werden. Mit ihnen wird das Schiff während des Fluges in Balance gehalten. Doch bis es soweit ist, hängt der Blimp noch ein wenig schlapp, aber im Prinzip funktionstüchtig. Für den ersten Testflug über Neuhardenberg ist eigens ein Pilot aus den USA eingeflogen worden. Alfred Corby Bellinger gilt als einer der 3 erfahrensten Luftschiffer weltweit. Wir testen den Wind. Wenn wir aus dem Hangar kommen, verhält sich das Schiff wie ein Windsack. Auch wenn der Wind nur leicht ist, das Schiff verhält sich wie das Segel eines Segelschiffes. Es würde vom Wind genommen und umhergedreht. Wir müssen wissen, in welche Richtung es sich drehen wird. Der Wind kann so leicht sein, dass wir ihn kaum bemerken, aber das Luftschiff wird ihn spüren. Immer noch ist unklar, ob das Schiff überhaupt durch die Hangartür passen wird. Ich habe noch nie versucht, aus einem so kleinen Hangar rauszukommen. Noch nie. Ich bin schon aus vielen Hangars rausgekommen, aber noch nie aus einem so kleinen. Aber es wird schon gehen. Über 9000 Flugstunden hat Bellinger allein auf Luftschiffen absolviert. Seine Erfahrung hilft dem 54-Jährigen. Mühelos passiert das Schiff das Tor. Fast 3 Wochen hat die Crew jetzt auf günstige Witterung gewartet, um den Blimp aus dem Hangar ziehen zu können. Nun kommt auch das neu konzipierte Cockpit zu seinem ersten Einsatz über Deutschland. Die meisten Luftschiffe funktionieren mit einem Kabelsystem. Sie haben ein großes Rad in der Mitte und die Kabel steuern alle wesentlichen Funktionen. Aber in diesem Schiff wird alles computergesteuert. Der Rechner kontrolliert das pneumatische System. Über Luftschläuche werden die Ventile und Ruder gesteuert. Die Ruder selbst funktionieren wiederum hydraulisch. Wir haben hier also eine Kombination aus Elektronik, Luftdruck und Öldruck. Die Sky Dragon in der Luft. Die Betreiberfirma Argos Medien verspricht sich viel von ihrem 3,6 Millionen Mark schweren Investment. Eine Hochleistungskamera an Bord soll Fernsehsendern Luftbildmaterial von Großveranstaltungen bieten, die in ihrer Qualität einzigartig sein werden. Von der Formel 1 über die Tour de France bis hin zu Verfolgungsjagden, wie sie im amerikanischen Fernsehen zu sehen sind, ist mit dem Schiff alles möglich. Sicher zurück am Boden wird das fliegende Auge nicht wieder in den Hangar zurückkehren. Stattdessen wird der Blimp an einen Haltemast gezurrt. Dort wird er, Wind und Wetter zum Trotz, bis zum nächsten Einsatz ausharren. Vergessen ist der Ärger, den der schleppende Aufbau und das schlechte Wetter den Betreibern bereitete. How was the first flight? Perfect. Es war perfekt. Wir haben es zurückgebracht. Wenn du das Schiff zurückbringst, ist es immer perfekt. Es war ein guter Flug. Ich musste ein paar kleine Korrekturen durchführen, aber alles in allem bin ich zufrieden. Der gelungene Testflug wird begossen. Gerd Mangelsdorf, Geschäftsführer der Betreiberfirma, ist froh, dass am Ende doch noch alles geklappt hat. Wir danken besonders Captain Corky Bellinger und Wim für die Arbeit, die er als Crewchief hier geleistet hat. Herzlichen Dank und auf ein neues. Auf ein neues. Cheers. Ah, the nectar of the gods. Für Pilot Bellinger ist die Luftschifffahrerei etwas Unvergleichliches. Es gibt nichts Schöneres, als mit einem Schwarm Flamingos neben dir hunderte von Kilometern zu fliegen. Die Dinge sind von oben betrachtet immer etwas Besonderes. Ich habe so viel von der Welt gesehen, weil ich so langsam fliege. Das hier, das ist es. Luftschiff bedeutet für mich das wahre Fliegen.
Bis auf 3000 Meter Höhe kann der Aeros 40B steigen und bis zu 24 Stunden lang in der Luft bleiben. Ein moderner Technologieträger im scheinbar alten Gewand.